So, da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Hyrule Warriors in der Definitive Edition. Wir sind wieder mit Sias Truppe unterwegs und wir werden uns jetzt ins Schattenreich stürzen. Und zwar mit Pyroma, weil ich mit Pyroma total gerne spiele, wie man vielleicht gerade gesehen hat. Der vielleicht eine andere Waffe ausrüsten sollen, by the way. Sia had conquered the land of Hyrule in the blink of an eye and claimed pieces of the Triforce as the spoils of her victory. Intoxicated by the power of the complete Triforce, she fell further under Ganondorf's sway. At his urging, she ripped time and space open to create portals to three other eras of Hyrule's storied past. Immediately, she sensed a power emanating from the Era of Twilight. She set off to discover whether it was a resource to control or an enemy to destroy. So, und wir starten da. Alles klar. Los geht's. Der Schattenpalast. Woher kommen all diese Monster? Irgendetwas stimmt da nicht. Hallo? Guten Tag. Mein Name ist Pyroma. Und du? Oh, verzeih ich. Ich kann dir meine Hand nicht reichen. Egal, wer sich einmischen will. Warum? Ich will dir doch nur guten Tag sagen. Naja. Dann stirb eben. Gib mir noch einen Kampf aus. Vielleicht kann ich mich auf kann eine der Parteien. Hi. Schön, dass der hier nur rumsteht. Schön, dass wir hier auch gerade nur rumstehen. Besiegt Midna und zeigt Zante unsere Stärke. Dann wird er mir bestimmt folgen. Sehe ich da Feinde in uns, fremd in unserer erleuchteten Mitte? Unbekommene Gäste werden umgehend entfernt. Dieser Zanto hält uns wohl für Feinde. Was sollen wir tun? Ihn auslöschen? Lässt die Angreifer aus. Lässt aber seine Festung in Ruhe. Hui! Hi. Ich will dir doch nur guten Tag sagen. Noch mehr Feinde? Wie überaus lästig. Muss ich mich da wirklich auch noch drum kümmern? So, dann gehen wir mal zum Hauptquartier und kümmern uns um diese Nimbus-Garden da. Die will ich nicht im Hauptquartier haben. Die können gleich wieder gehen. Hallo, Dindo. Da ist jemand hinter dir. Jetzt nicht mehr. Nimbus-Garde, raus aus meinem Hauptquartier! Der muss gerade Nummer 1. So, der muss gerade Nummer 2. Fall sofort. Ach, bei denen geht das witzigerweise. Dann. Was haben wir hier? Ein paar Rubine. Oh, dann gar nicht eine Waffe. Yay. Alter, was mit meinem Fuß halt nicht in Ordnung? Alter, ich will mich an was hinsetzen und ihr haut mich gleich. Meine Güte. Wir werden mitten am Hand. Was war mit der Kamera nicht in Ordnung? Du gibst im Kampf ein gutes Bild ab. Nicht schlecht. Danke. Hallo Nimbus-Garde. Okay, das war ein bisschen unschön, aber hey. Das war die Nimbus-Garde. Wir werden zurückgedrängt. Zeit, in die Trickkiste zu greifen. Sie plant irgendwas. Wir müssen uns in Acht nehmen.
Das Tor ist verschlossen. Dann müssen wir die Festung erobern, um durchzubrechen. Bin dabei. Zeit für den nächsten Streich. Zum Angriff. Hi. Ja, jetzt zum Hauptquartier. Das ist ja schon bald bereit. Das Tor ist auf. Mit Nass zum Greifen da. So, das war die Sturmtruppe. Doch, die ist besiegt. Nur ein bisschen später als geplant. Da oben. Ach ja, wir müssen hier lang. Deine Unverschämtheit wird dir nicht gut bekommen. So, war hier nicht noch die andere? Aber nicht. Gut, dann können wir weiter vorrücken. Hi! Lass dich drücken. Hi! Lass dich drücken. Okay, dann ich nicht. Hi! Lass auch du dich drücken. Pyroma ist ein so freundlicher Geist. Er gibt den anderen Leuten die Hand. Er drückt sie ganz lieb. Wobei Erdrücken hier wahrscheinlich das Wort der Wahl ist. Hi. Da bist du platt, wa? Doch die Wortwitze werden auch nicht besser. Du bist lästig. Entschuldigung. Sia, da scheint ein bisschen was bei Volga los zu sein. Könntest du mal nachsehen, was das ist? Wo ist denn der? Ist hier Volga? Wo ist Volga? Ja, da ist er doch. Ich kann sie mal kurz unter die Arme greifen. Das wäre fabulös. Hi, bye. Wie ist es hier? Noch eine Truhe mit Rubin oder eine Waffe. Es ist eine Waffe. Hi! Nicht schlecht, dass du bis hierher durchgekommen bist. Aber jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Na gut, hi. Ich bin Pyroma. Und du? Nichts da, das lässt du schon. Ich wünschte, wir können schon unsere Combo voll. Das wünsche ich mir irgendwie immer, ne? So langsam muss ich wohl meine Trumpfkarte ausspielen. Voila! Hab ich dich. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber hier ist Schluss. Ha! Das ist fast schon zu einfach. Erobere den Westpalast. Sofort, nachdem ich Midna besiegt habe. Dankeschön. Midna? Ja, es ist wohl an der Zeit, sich zurückzuziehen. Ja, dann geh auch. Ich möchte ein Item haben. Danke. Da ist immer noch dicht. Warum ist hier eigentlich dicht? Das ist so nervig.
na, 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 na. Muss ich ganz den Umweg latschen. Ich habe erstmal genug. Machen wir mal hier auf. Sie haben sich gegenseitig aufgerieben. Holen wir uns ihr Hauptquartier. So, was ist hier drin? Na toll, das ist fürs hier. Und zu ist hier trotzdem. Das ist doch echt nicht wahr. Nein, wie unhöflich. Alter, ich hatte wirklich gehofft, wir können Freunde werden. Schade, schade. Wenn du mir nicht freiwillig hilfst, dann muss ich da eben andere Seiten aufziehen. Ernsthaft? Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Endgültig. Ist vorbei. Was für ein schöner Schlüssel. Sicherlich wird niemand böse sein, wenn ich ihn nehme. Was macht dieses... Wo ist das Ritter da? Da wahrscheinlich. Mit dem Schlüssel können wir Seite an Seite kämpfen. Oh, die Scooter ist auf der anderen Seite. Wie blöd. Ich will zur Scooter, verdammt. Hallo, Agorok. Wir kennen uns schon. Tanto hat doch echt keine neuen Tricks auf Lager, ne? Wenn wir diesen Drachen vom Himmel holen, verliert Tanto vielleicht seine Kampfeslust. Vielleicht wird er sich mir wohl nicht unterwerfen, aber schaden kann es nicht. Wir haben die Skulptur gerade eingesammelt, die ist nicht geflohen. So, was blunkt hier? So, das war der. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt als nächstes darum, euch aus dem Weg zu räumen. Oh, warte, wir haben Pyroma auf der Seite. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich auf den Plusknopf drücken. So. So, folgendes. Sia, du gehst dorthin. Agneta ist Agneta. Ist Agneta, und die hat doch den Schlüssel, dass wir aufschließen können. Schlachtfeld. Da ist sie. Okay, das trifft sich. Dann kann Sia nämlich schon mal dorthin vorrücken. Sich mit Santo prügeln. Wir werden uns mit Pyroma um den Drachen kümmern. Wir sind ja noch auf dieser Seite günstig eingesperrt. Wie der Drache hier drin fliegen kann, ist mir allerdings ein Rätsel. Das ist nicht der Drache. Naja, kümmern wir uns mal später. Agorok ist da in seiner Ecke ja ziemlich eingepfercht. Ist eigentlich ein Vorteil für uns. Oh, das müssen wir nehmen.
Ach schön, hast gut gemacht, Volker. Hi. Da gehe ich raus. Da bin ich raus, euer Onkel Klaus. Oh, so weit komme ich gar nicht. Naja, fürs Patschchen hat es gereicht. Hui. Du willst nur diesen Schlüssel? Ich dachte mir, es ginge um meine Käferchen. Hier, bitte sehr. Gott sei Dank. Ich werde dieses Ungetüm seine Flügel ausreißen. Hi! Und eins und zwei. Und eins und zwei. Vor allen Dingen für Bosskämpfe ist Pyroma echt super, weil wir mit seinem Karussell des Todes einfach die Schwachpunktanzeige easy runterbringen können. Unmöglich! Ihr habt Agorok besiegt! Also, und du bist gleich auch dran. Schlachtfeld, nein, gar nicht. Marschbefehl. Pyroma, ich hoffe, du checkst das, dass du diesen riesen Umweg gehen musst. Wir gehen mit der Zwischenzeit die Schatztruhe von Sia aufmachen. Die haben wir nämlich noch liegen gelassen. Ich für meinen Teil ziehe mich zurück. Der Kampf hat meine Kräfte erschöpft. Ja gut, dass du dich eh zurückziehst. Oh, fliehen ist nicht gut. Fliehen ist nicht gut. Wenn er kommt, sind wir in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn jetzt besiegen. Na gut. Halt! Halte Zanto auf! Es blinkt hier? Die Feuerbälle dieser Bestie sind eine große Gefahr für unser Hauptquartier. Die Bestie ist schon längst down. Wo? Alter, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Da geht's doch lang. Meine Güte, ist denn das so schwer? Das ist Santo. Hi, wir kennen uns noch nicht. Also, in dem Sinne, hi. Ah ja, Sia, wenn wir schon mal da sind, geh du bitte dahin, da ist noch deine Truhe. Wir kümmern uns so lange um das hier. Hi. Danke, Volga. Du hast den richtigen Moment abgepasst. Meine Güte, bis hier da ist, haben wir Santo besiegt. Pff, wie der fliegt! Treffen wir den überhaupt noch? Wo ist Santo? Oh, den treffen wir, glaube ich. Da war er, glaube ich, gerade. Nein, haben wir nicht getroffen. Oh, hi! So, mal kurz zu Sia wechseln, da ist ja noch ihre Truhe. Hätte ich fast vergessen in all der Hektik. Tada! Ein Herzhall! So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Ich wollte dich doch nur. Ach, Santo! Ja, Volker, dass du da Hilfe brauchst, ist klar. Lass dich. Ich will dir doch nur Hallo sagen. Sag mal.
Manche Leute wissen diese Herzlichkeit echt nicht zu schätzen. So. Oh, ich glaube, wir haben ihn erdrückt. Olga, wir haben ihn erdrückt. Lass mich auf der Stelle frei! Diene mir, Santo, und ich lasse dich am Leben. Ich lasse sogar dein Palast stehen, ne? Widerstand scheint zwecklos zu sein. Ich füge mich. Braver Junge. Du dienst jetzt mir. Vergiss das niemals. Haben wir gut gemacht. Ich war Volga. Finde ich auch. Verdammt gut haben wir das gemacht. Und ein Ring, sehr schön. Und kein Gold mehr, Tim. Schade. Aber dafür immerhin das Skulptur-Toll, das wir fast nicht mehr gekriegt hätten. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder weiter mit Ciers Truppe geht. Diesmal zurück im schlimmsten Ort der Welt, im Wolkenhort. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich wie immer.